Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich mal nach längerem wieder ein Food Haul. Also nur weil ich euch nicht immer einen zeige, heißt es nicht, dass ich nicht einkaufen gehe oder so. Nein, es ist nur einfach so, dass ich häufig ähnliche Dinge kaufe und manchmal auch gar nicht genug, um irgendwie große Food Hauls oder so zu machen. Und ich weiß noch nicht immer, ob es euch interessiert, aber ich dachte, ich mache es jetzt heute einfach mal wieder, weil ich gerade Lust hatte. Ich war bei Lidl und ja, ich fange mal an. Wobei eine Sache ist, glaube ich, vom Aldi und zwar die laktosefreie Milch, die haben wir beim Lidl vergessen und sind dann nochmal schnell zum Aldi. Und ja, also ich trinke Milch generell immer ohne Laktose, weil ich immer merke, dass ich da ein bisschen Probleme habe. Also mir wird dann so ein kleines bisschen schlecht und deswegen verzichte ich auf normale Milch und nehme immer laktosefreie. Ja, also laktosefreie Milch einfach nichts Besonderes. Gut, dann mache ich mal weiter mit ein paar Dingen aus dem Lidl. Und zwar haben wir hier Frühlingszwiebeln. Ich finde die beim Lidl immer besser, denn die haben hier irgendwie so größere Zwiebelknollen und das finde ich gut, weil ich liebe Zwiebeln generell und von daher finde ich die irgendwie besser. Beim Aldi sind die irgendwie total klein, also ich weiß nicht, und ich mag es hier, dass die relativ groß sind. Ja, voll random gerade, aber egal. Also ja, die habe ich mitgenommen und dann einen Kopfsalat oder Eisbergsalat. Eisbergsalat essen wir eigentlich am meisten. Der ist für zwei Personen in Ordnung, er ist nicht zu groß, sondern einfach, ja, ganz passend und wenn man da ein gutes Dressing dran macht und noch ein paar andere Sachen mit rein oder wie zum Beispiel Frühlingszwiebeln ein bisschen aufpeppt, dann ist es ganz gut und finde ich eigentlich auch immer ein Basic, was man daheim haben sollte. Dann auch was, was man irgendwie mit im Salat integrieren könnte, ist so ein Mini-Gemüsemix, habe ich mal mitgenommen. Fand ich ganz interessant, da sind so kleine Tomaten drin und Paprika, ja, also alles Dinge, die man irgendwie daheim haben kann, ja, also ja, genau. Dann habe ich Erdbeeren. Ja, eigentlich soll man zwar keine Erdbeeren so kaufen im Moment, aber die haben mich einfach so angelacht. Die sahen sehr gut aus und ich kaufe in letzter Zeit häufiger Joghurt und ich mag es einfach gern, wenn ich da dann so ein paar Früchte mit rein tue. Und auch wenn Erdbeeren wie die jetzt halt aus Spanien kommen, ich muss sie einfach mitnehmen und allein dieser Geruch, es ist einfach so toll und ich freue mich so sehr, wenn endlich in Deutschland wieder Erdbeeren wachsen und oh. Ich liebe einfach Erdbeeren über alles und deswegen musste ich sie mitnehmen, obwohl sie halt jetzt leider nicht von hier kommen. Dann auch einmal Orangen zum Auspressen, einfach für Orangensaft und finde ich auch mal gut. Also ich finde Orangen ist auch was, was man als Basic daheim haben könnte, sollte, haben sollte. So. Und dann noch Äpfel. Ich liebe Granny Äpfel. Ich bin total verliebt in die. Also das heißt, ja, ich esse zwar auch andere Äpfel, aber ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen roten und grünen Äpfeln, nehme ich immer die grünen, weil die sind säuerlicher und ich liebe Säure. Also halt saure Lebensmittel mag ich eigentlich ganz gern. Sauer und salzig und sowas, das ist voll meins. Und ja, ich liebe die über alles. Also die sind richtig toll. Hier sind jetzt 6 Stück drin und die werde ich vielleicht auch irgendwie im Joghurt integrieren oder einfach so in den Apfel beißen, so wie man das halt macht. Also ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt komme ich noch zu ein paar wurstigen Sachen, beziehungsweise das eine ist noch so ein Brunch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich esse den sehr gern mit feinen Kräutern, so Aufstrich. Die hatten den im Angebot und da habe ich einfach mal einen mitgenommen, weil ich den ja schon ganz gerne esse. Also nicht zu häufig, aber ab und zu mal so morgens aufs Brot finde ich den ganz gut und ganz genau. So, dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Einmal, ja gut, die probiere ich das allererste Mal, die nennen sich Chef to Go Select. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie eine Range bei denen ist, aber auf jeden Fall sind das Hähnchenbrustfilet à la Provence, also mit so Provence-Kräutern. Sind natürlich so abgepacktes Fertigzeug schon, aber ich will es einfach mal probieren, ob die schmecken und vielleicht schmecken sie auch nicht, dann ist auch gut, aber ja, vielleicht schmecken sie ja ganz gut und wollte ich einfach mal dabei haben. Und dann als allerletztes meine geliebte Dulano Royal Hähnchenbrust. Ich liebe die ja total. Die ist, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr makellos eigentlich schon. Und das mag ich sehr gerne. Also die esse ich auch sehr gerne aufs Brot. Die hat so gut wie überhaupt kein Fett. Und hier ist auch garantiert nur Hähnchenfleisch drin. Das steht hier unten und ich nehme mal an, dass es dann auch stimmt. Auf jeden Fall schmeckt sie mir sehr, sehr gut und mag ich sehr gerne. Nehme ich immer beim Lidl mit. So, das war jetzt auch wieder ein ziemlich kurzes Video, der DM heute vorher auch, aber ich habe ja in den anderen zwei Frage-Antwort-Videos sehr, sehr viel geredet, von daher glaube ich, seid ihr mal ganz froh drum, mich mal keine 20 Minuten ertragen zu müssen. ja, genau, das war's jetzt schon. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Also ich bin jemand, ich gucke Food Hauls extrem gern. Also egal, ob die jetzt besonders gesund sind oder total ungesund, mir scheißegal, ich gucke Food Hauls einfach gern. Und ich hoffe, dass
es euch genauso geht. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder über ein nettes Kommentar von euch. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, ja, ciao.